Wir als Hersteller von Pflanzenmedizin sorgen uns um die Biene. Daher haben wir viel in die Entwicklung von Wirkstoffen, also der Pflanzenschutzmittel und deren Ausbringung investiert. Dabei haben wir festgestellt, es ist am schonendsten, wenn man den Wirkstoff direkt auf das Saatgut aufbringt. Das Saatkorn und die keimende Pflanze nehmen den Wirkstoff auf und sind von Beginn an geschützt. Wenn die Pflanze heranwächst, wird der Wirkstoff zunehmend verdünnt. Deshalb sind in Blüten sowie im Nektar und in Pollen nur noch Spuren davon zu finden. Also Konzentrationen, die unter den Feldbedingungen in der Landwirtschaft für Bienenvölker unschädlich sind. Die punktgenaue Ausbringung mit gebeiztem Saatgut spart auch Pflanzenmedizin. Während bei der Spritzanwendung das gesamte Feld behandelt wird, so sind es mit gebeiztem Saatgut nur 0,5%. Aber bei einem Verbot von diesen Wirkstoffen, den Neonicotinoiden, kurz Neonix, würden die Landwirte zwangsläufig zur Spritzanwendung zurückkehren. Das heißt, der Landwirt hat weniger Ertrag und damit Einkommen, muss aber gleichzeitig mehr für Diesel und andere Betriebsmittel ausgeben. Auch die Natur verliert, denn weniger Ertrag bedeutet, dass man mehr Ackerfläche benötigt. Dazu werden Naturräume wie Wälder gerodet und in Ackerland umgewandelt. Wir fordern daher im Sinne der Landwirtschaft, der Wirtschaft und vor allem des aktiven Umweltschutzes ein Ende dieses Verbots. Das hilft allen,